Und da sind wir wieder zurück in Destiny 2. Autsch. Ich bin kein Ausstellungsstück. Doch, du bist ein Ausstellungsstück. Also ein Stück bist du auf alle Fälle. So. Also, wir müssen hier noch hin. Und das wird das Letzte sein, was wir noch zu tun haben. Das heißt, wir schleichen uns vorsichtig dahin. Und schauen, was es gibt. Ah, genau, ich habe die Waffe noch gewechselt. Ich spiele jetzt mal eine exotische Schrotflinte. Bin dann gespannt, ob sie gut ist. Ja. Hüter, ich könnte deine Hilfe gebrauchen, falls du Zeit hast. Wie du weißt, habe ich ein weitläufiges Informantennetzwerk. Die Verborgenen. Eine Agentin von mir konnte seltsame Aktivitäten zwischen den Besessenen und den Vex feststellen, bevor sie verstummte. Gibt es wohl eine Verbindung zu diesem Aszendentenportal, das wir zerstört haben? Oh, absolut. Oft trifft man auf sein Schicksal, wenn man versucht, es zu vermeiden. Hm. Oh. Ich störe das Eindämmungsfeld. Machen wir mal kaputt, ne? Alter Falter, wie das einfach Lebenspunkte hat. Komm jetzt. Gut, hier doch. Ja, die Vex werden hier gerade gefangen gehalten irgendwie. Wie? Was macht die olle Hexe jetzt hier? Hey Leute, scheint als halten die Besessenen die Vex gefangen. Wieso sollten sie das tun? Wollen sie sie zu Besessenen machen? Ikora, ich bitte dich. Ohne ihren König könnten die Besessenen noch nicht einmal die dümmsten Goblins besessen machen. Du solltest deine Annahmen hinterfragen, Eshamir. Es ist meist das Unmögliche, das eintrifft. Ja, und das ist dann eben das große Problem. Ah, du kannst nicht aus dem Feld rausballern. Ha. Oh Mann, ey. Alle wieder hier. Tschüss. Sind die irgendwie drin gefangen, ne? Aber wenn es noch so viele Besessene gibt, dann müssen sie es ja irgendwie schaffen, dass sie sich wieder Verstärkung holen. Urix war damals der, der alle Besessen gemacht hat. Er konnte Feinde einfach übernehmen und zu seiner Armee hinzufügen, wenn man so will. Ich stimme Ikora zu. Hier läuft irgendwas Seltsames und die Besessenen wollen uns nicht hier haben. Oh, nein. Nein! Dann sterbe ich noch. Gut, finden wir noch ein bisschen was über die Besessenen heraus. Gibt eigentlich sehr viel Spannendes über die Besessenen. Ich bekomme einen Vex-Funk rein. Hört sich wie ein Notruf an. Wir können ihn nachverfolgen. Let's go. Wo fanden wir denn noch? Hui. Nicht schon wieder. Hm.
Wir haben ja schon mal einen freundlichen Wex gehabt. Vielleicht können wir hier jemandem helfen. Kabale, die gefangen sind? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Goblins, die gefangen sind? Werden die gerade aufgesaugt? Wer bist du? Okay, wir ballern einfach mal drauf, ne? Nein! Er ist weg! Ich stifte mal etwas raus, indem dass ich die hier befreie. Das müsste eigentlich dann dazu... Kann ich die nicht kaputt machen hier? Ich will hier durch. Das meinte ich. Ausstiften. Befreie noch mehr Wex. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Gut, das scheinen die da nicht so ganz verstanden zu haben. Down. Boah. So. Kann ich mal ordentlich drauf feuern hier. Wir haben den besessenen Ritter gefunden, der hinter all dem steckt. Er ist entwischt, aber wir sind dran. Diese Kreatur war schlau genug zu fliehen? Seltsam. Seid vorsichtig. Wir dachten nur, Oryx, der König der Besessenen, hatte die Macht, von seinen Feinden Besitz zu ergreifen und sie zu transformieren. Wir lagen wohl falsch. Ziemlich falsch. Ich habe euch gerade befreit. Hey, was stimmt mit euch nicht? Kalan, das Leid. Wollen wir nicht reden? Er will nicht reden. Ich bin selber schuld. Wir hätten miteinander reden können. Die Besessenen sind eine echte Gefahr. Sollte man nicht ignorieren. Dass wir uns immer noch nicht zusammengeschlossen haben. Wir sind bei der Kabalbasis. Viele Besessene hier. Gibt es Neues von deinen Agenten, Ikora? Ich befürchte, dass die Verborgenen noch nicht in diese Basis eindringen konnten. Ich nehme meine ursprüngliche Hypothese zurück. Irgendwas geschieht mit den Wex. Sie können es spüren. Ich kann es spüren. Ich spüre, wie etwas an meinem Arm zerrt, um mein Innerstes aus meinem Körper zu reißen. Halte es auf! Alles klar. Gib dich zur Kabalbasis. Ui. Ja, wir die Jungs mal weg hier.
Sammle Informationen. Okay. Ich könnte schwören, uns hat gerade etwas durch das Ding angeschaut. Die Besessenen leben in einer gruseligen Gegend. Ja, die Frage ist, kann man da überhaupt noch von Leben reden? Kann man das? Sammle Informationen. Ist sie hier hoch? Aha. Die ziehen sie irgendwie in eine Welt. Die ziehen sie irgendwie in eine andere Dimension. Ja? Das ist wie diese Basis auf Phobos. Die Besessenen nutzen anscheinend diese Rifts, um die Vex zu entführen. Ja, damals auf Phobos, als wir auch angegriffen wurden von Urix. Also eigentlich die Kabale, die wurden angegriffen. Wir wurden nicht so stark angegriffen, zu Beginn nicht. Naja, Ruhe jetzt. Verdrängen. Tief in die Basis vordringen? Okay. Muss ich aber nicht hier rum, sondern hier rum. Ja, ja, Jungs, ist ja gut. Ich suche euren Anführer, den töte ich dann. Oder Anführerin? Ha, eine Frau könnte sie auch sein. Alles ist möglich. Ikora, wir haben Zellen gefunden, glaube ich. Eine Art Wex-Gefängnis. Vielleicht haben die Besessenen Recht und Ordnung erfunden. Asher, spar dir deine Kommentare. Sei vorsichtig, Hüter. Dich gibt es nur einmal. Ich denke, wenn ich sie befreie, sind sie wenig dankbar, oder? Ich dachte es mir fast. Die sitzen halt hier drin und können nicht viel machen. Ist die Frage, ob es sinnvoll ist, sie zu befreien oder drin zu lassen. Hört sich an, als würde da drin etwas flüstern. Immer wieder. Uah. Was heißt... Das sind einfach so unnütze Informationen. Ich kann hier Sachen scannen, die mir nichts... Nichts bringen. Absolut nichts. Gar nichts. Das nervt mich schon etwas, muss ich gestehen. Jetzt saugt es das wieder auf, oder? Du hattest recht. Die Besessenen transformieren die Vex. Ich wusste es. Das wäre glatter Selbstmord. Warum? Ja, okay. Ich hau sie weg, bevor sie transformieren. Mach mal Ruhe hier. Die Party und ihre Technologie, ne? Sich gegenseitig zu schützen. Irgendwo ist eine Hexe. Und wenn die Kleinen hier rumschwirren, ist eine Hexe irgendwo. Da haben wir sie. Ah! Die und die elender Schutzschild.
Ja, ist ja nicht mehr geschützt, ne? Verdammt. So. Ah, da. Wir haben überall so eine Kugel. Komm, gib mir jetzt endlich mal ein bisschen Infos hier. Sehr viele Aszendentensphäre-Messungen hier. Das könnte tatsächlich noch eins dieser seltsamen Portale sein. Die Besessenen sind merkwürdig. Sie sind merkwürdig. Es kommen Geräusche raus. Sie gucken dich an. Aber viel mehr Infos kriege ich nicht. Ich habe doch einen Geist, der das scannen kann. Warum in drei Teufelsnamen kannst du mir nicht mehr verraten? Da ist er wieder. Nein, schwindet wieder. Shit. Ja, Brut von... Du lebst noch? Wie viele Lebenspunkte hast du denn? Was hältst denn du aus? Einfach draufholzen hier mit der Waffe. Ja, ich setze dem jetzt ein Ende. Tja, der Typ ist uns wieder entwischt. Escher, was hattest du gesagt? Dass es glatter Selbstmord für die Besessenen wäre, die Vex in leere Roboter zu verwandeln? Absolut suizidal. Die Vex infizieren alles, was sie berühren. Ihre Selbstreplikationssubroutinen würden die Besessenen von innen heraus zerstören. Vielleicht sind sie sich der Gefahr nicht bewusst. Oder vielleicht doch. Und es ist ein kalkuliertes Risiko. Und wofür? Sie erschaffen eine Armee. Das muss es sein. Beeil dich, Hüter. Triff dich mit Escher. Wir versuchen mehr darüber herauszufinden, während du auf dem Weg bist. Okay. So. Das ist... Ich glaube, es schickt eine Nachricht zurück in die Aszendentensphäre. Aber an wen ist sie gerichtet? Oh, wieder so wenig Informationen. Es wirft immer mehr Fragen auf, als dass es beantwortet. Im Grunde genommen beantwortet es nie eine Frage. Es wirft immer nur Fragen auf. Verdammt nochmal, ey. Ich hätte sie doch zerstören sollen. Scheiße. Nö, sie verschwinden. Ach Mann. Das ist nicht gut. Ich hätte sie töten sollen. Das war jetzt schlecht. Das war schlecht. Schlechte Entscheidung. So. Komm. Wir reisen mal zu Escher. Vielleicht hat er noch was Interessantes für uns. Also sie haben die Möglichkeit, wieder Besessene zu erschaffen. Nur wer hat die Macht? Urix war der die Macht hatte damals. Kann doch nicht sein, dass das jetzt jemand auch noch kann. Ich habe Urix damals ins All geballert. Vielleicht hat jemand seine Macht dann aus dem All aufgenommen. Das könnte noch sein. Ah,
mein Assistent. Der sogenannte Head. Ah, mein Assistent. Zu spät. Mit dem Pyramidion wollten die wechseln. Ah, ja, okay, sorry. Lass mich mal kurz durchlaufen. Da drin sind Warp-Tore, die das Pyramidion mit tausenden verschiedener Welten und Realitäten verbinden. Während du dir eine Auszeit gegönnt hast, suchen die Besessenen darin nach den Toren. Ich vermute, dass sie den Vex-Kollektivgeist übernehmen wollen. Das darf natürlich nicht geschehen. Ich habe meinen Arm da drin verloren. Ich kann nicht konstatieren, was du verlierst. In den Jahrhunderten, die ich schon lebe, habe ich viele Leute getroffen, die ihre Probleme noch unnötig verkomplizieren. Tatsächlich bin ich vielleicht einer von ihnen. Bevor ich deine Herangehensweise studiert habe, war mir das nicht bewusst. Deine Methodik ist primitiv, beinahe wie ein Cro-Magnon vorgehen würde. Mir ist schleierhaft, wie du etwas zustande bringst. Aber wie auch immer, deine Methode ist effizient. Ohne dich wäre ich mit meinen Nachforschungen hoffnungslos im Hintertreffen. Mein lieber Assistent, was ich damit sagen will, ist, geh, bis ich dich wieder brauche. Danke. Es heißt, danke. Okay, Escher hat Informationen über die nächste Umwandlungsrate weg und will die Sache ein Ende setzen. Ikora macht sich Sorgen über Besessenaktivitäten und der Oberfläche des Mondes. Ja, das haben wir alles auch schon abgeschlossen, wie schon immer. Der Riss, da wird es weitergehen. So, wir machen jetzt aber Folgendes. Wir machen hier eine Pause und erst dann jagen wir den Besessenen weiter. Das heißt, ich freue mich auf die nächste Folge von Destiny 2. Bis dann.